Also jetzt ist einer noch ein Level aufgestiegen. Ja, ich kann gar nicht glauben, dass Meister ausgeschaltet wurde. Was, willst du nicht kämpfen? Ah, verzeiht mir. Er war der Einzige dafür, dass ich der Banditenboss sein konnte. Und das nur, weil ich eine gute Abmachung mit Meister ausgehandelt hatte. Schließlich bin ich kein starker Kämpfer. Ich bin nicht mit Meister einfach nur geredet. Gib mir einfach mein Essen und Wasser zurück. Du meinst unser Essen und Wasser. Ah, sofort. Die Gruppe hat ihr Wasser und Essen zurückerhalten. Wir sind quitt, oder? Ich habe euch alles zurückgegeben. Nein, das reicht noch nicht. Du hast uns nicht gesagt, wie wir nach Rainbase kommen. Oh ja, stimmt. Wenn ihr zurück zur Wüste geht, findet ihr einen Eingang zur Knochenschlucht. Ah ja, den habe ich gesehen. Da wollte ich nämlich auch hin. Die müsst ihr durchqueren und dann den Berg überqueren, um nach Rainbase zu gelangen. Verstehe, also gehen wir zur Knochenschlucht. Ja, ganz genau. Eine schöne Reise noch. Moment mal. Ist noch etwas? Ja, du hast uns jede Menge Ärger gemacht. Ich finde es nicht richtig, wenn du einfach so gehst. Gib uns alle Schätze, die du erbeutet hast, weil du Leute reingelegt und ausgebeutet hast. Da habe ich einfach nichts gerade gemacht. Oh, diese Nahaufnahme vor allem. Bitte alles. Nur das nicht. Das ist wieder ihre übliche Masche halt. Also kennt man Nami halt einfach. Offenbar ist er von dem Schock ohnmächtig geworden. Und der will Banditenboss gewesen sein. Aber kein Problem, das ist ihr Versteck. Die Schätze müssen hier irgendwo versteckt sein. Suchen wir danach. Ich finde Schätze noch immer. Wir sollten einfach zur Knochenbrückenschlucht. Nami hat da richtig Bock drauf. Schatzradar. Nami kann unterwegs versteckte Berry ausspüren. Ja, genau, das ist ihre Fähigkeit. Wächst zu Nami, wenn sie Berry gefunden hat. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Smart, wir wechseln jetzt einfach mal zu Nami. Ah, ist schon instant gemacht worden. Okay, ich habe nichts gesagt. Instant.